Danke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Theurer, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn Sie sich hier über die Grundrente aufregen, die die Koalition auf den Weg bringt, würde ich Ihnen wirklich mehr Glaubwürdigkeit zubilligen, wenn Sie sich wenigstens einmal darüber aufregen würden, dass es Leute gibt, die 4.000 Euro Rente kriegen, nicht im Monat, sondern am Tag, wie der Herr Zetsche. Wenn Sie wenigstens die soziale Ausgewogenheit in Ihren Reden ein wenig zum Ausdruck bringen würden, hätten Sie tatsächlich mehr Zustimmung, vielleicht auch der Bürger in diesem Land. Meine Damen und Herren, wir reden ja hier nicht über die Rente, sondern über den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Sie haben positive Aspekte aufgezeigt, Herr Minister, da haben Sie durchaus auch Grund dazu. Allerdings die Steigerung des Wirtschaftswachstums 0,5% um 0,5% auf 1,1% im nächsten Jahr geht im Wesentlichen darauf zurück, dass wir zwei Tage mehr arbeiten, dass wir zwei Tage Arbeitstage mehr haben, ist also weniger eine Leistung des Wirtschaftsministers. Im Übrigen, aus Ihrem Bericht geht auch hervor, dass insbesondere die Binnennachfrage die Konjunktur stabilisiert, auch richtig, da besonders die steigenden Einkommen der Arbeitnehmer positiv wirken. Auch das ist keine Leistung des Bundeswirtschaftsministers, eher der Gewerkschaften, meine Damen und Herren. Die staatlichen Bruttoausrüstungsinvestitionen stagnierten 2019. Herr Altmaier, Ihre Regierung investiert viel zu wenig. Gewerkschaften und Arbeitgeber fordern in bemerkenswerter Einheit Investitionen von 450 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. Gerade um die Klimaziele zu erreichen, sind massive Investitionen, zum Beispiel in Bahn, Bildung, neue Technologien, notwendig. Doch statt eine Investitionsoffensive zu starten, starten Sie eine Initiative zur Steuerentlastung der Unternehmen. Was ist dann das denn? Haben denn die Unternehmen kein Geld mehr für Investitionen, Herr Altmaier? Die Fakten. Während im Jahr 2000 noch 35% der Gewinne netto reinvestiert wurden, sind es im Jahr 2018 nur noch die Hälfte davon, nämlich 16%. 2001 wurden die Unternehmenssteuern deutlich gesenkt. Das Ergebnis war nicht mehr, sondern permanent weniger Investitionen. Die Quote ist gesunken. Mit Verlaub, Herr Altmaier, Ihr Vorschlag macht überhaupt keinen Sinn. Richtig wäre es tatsächlich, die mittleren und unteren Einkommen zu entlasten. Übrigens nicht, wie Sie gestern im Ausschuss sagten, Entlastung aller Einkommen, Entlastung der mittleren und niedrigen Einkommen. Warum? Weil zum Beispiel zwischen 1998 und 2015 die oberen 30% der Einkommensbezieher schon entlastet wurden, nämlich um 2,3%, die haben weniger Belastung, und die unteren 70% der Einkommen zahlten mehr Steuern, die untersten 10% sogar 5,4% mehr. Also wir brauchen eine Entlastung der unteren Einkommen und nicht Steuerentlastung für die Gießkanne, wo man reine Mitnahmeeffekte bei den Reichen in diesem Lande haben, meine Damen und Herren. Das reichste Prozent unserer Bevölkerung, also 1%, besaß 2017 genauso viel wie die ärmeren 75% unseres Landes. Das ist ein Problem, weil diese Ungleichheit tatsächlich Wachstum hemmt. Das sagen alle Ökonomen. Im Übrigen, richtig wäre auch tatsächlich eine Entschuldung der Kommunen. Warum? Weil die Kommunen nicht mehr das Geld haben, die Leute einzustellen, die für Planungen notwendig sind, die sie aber brauchen, um die Mittel abzurufen, die ihnen vom Bund zur Verfügung gestellt werden und die nicht abgerufen werden. Ich weiß nicht, warum Sie sich gegen das sperren, Herr Minister. Ich kann es nicht verstehen. Dagegen lamentieren Sie ständig in Bereichen, die gar nicht in Ihre Zuständigkeit fallen. Also manchmal habe ich den Eindruck, Sie haben so viel Zeit. Sie haben vielleicht zu viel Zeit. Also wenn Sie sich darüber auslassen, dass wir keine Arbeitszeiterfassung bräuchten, wenn die Dokumentation des Mindestlohns Ihr Thema ist, wenn Sie eine Sozialabgabe ins Grundgesetz schreiben wollen, kümmern Sie sich doch bitte einfach um das, für was Sie zuständig sind, Herr Minister. Dann wären wir vielleicht einen Schritt weiter. Und für was wären Sie zuständig? Die Windenergiebranche steht kurz vor dem Kollaps. Statt alles zu tun, dass der Ausbau an Land und Offshore wieder vorangeht, verharren Sie an dieser Frage in Untätigkeit. Auf die groß angekündigte Wasserstoffstrategie, da hat ja die FDP auch mal recht, warten wir seit Wochen vergebens. Was ist mit der Umsetzung Ihrer Industriestrategie? Was ist zum Beispiel mit dem staatlichen Industriefonds, den Sie angekündigt haben? Was passiert da? Ich habe den Eindruck, da sind Sie viele, viele Antworten schuldig.
Die Autoindustrie wollen Sie bei der Umstellung auf neue Antriebe unterstützen. Toll, dass jetzt auch die Bundesregierung gemerkt hat, dass man Elektro nur fahren kann, wenn eine Batterie drin ist. Das hat ja ziemlich lang gedauert bei uns in der Republik. Aber sollten diese Gelder, die wir da ausgeben, nicht daran gebunden sein, was ist mit Mitbestimmung, was ist mit Tarifverträgen, was ist mit den Arbeitsplätzen in den Betrieben? Wollen wir da einfach mal Geld rüberschicken ohne jede Gegenleistung? Nein, meine Damen und Herren, das ist der falsche Weg. Und zum Schluss, ein wichtiges Betätigungsfeld, Herr Altmaier, für Sie wäre zum Beispiel auch mal Vorschläge zu machen, wie wir uns eigentlich gegen die exterritorialen Sanktionen der USA gegen europäische Unternehmen wehren, die immer unerträglichere Ausmaße annehmen. Das ist nicht mehr hinnehmbar, meine Damen und Herren, was da passiert. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn unverhohlen europäische Unternehmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen, bedroht werden, selbst Briefe kriegen von amerikanischen Senatoren, dann ist mal darüber nachzudenken, nicht mit Wattebäuschen zu werfen, sondern vielleicht auch mit Maßnahmen darauf zu reagieren. Ich schlage Ihnen vor, machen Sie Strafzölle gegen US-amerikanisches Frackinggas, dann wissen die auch mal, wo der Hammer hängt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katharina Dröge, Bündnis 90 Die Grünen.